Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, ihr Magic-Freunde draußen. Und zwar heute mal wieder zu The Walking Dead. Und im letzten Part sind wir eben hier ein bisschen stehen geblieben. Und müssen jetzt hier irgendwie uns einfach mal ein bisschen umsehen. Schauen wir mal kurz. Voll von TVs und Electronics. Und wir können hier die Fernbedienung benutzen. Probieren wir das kurz mal. Zur Ablenkung vielleicht. Think you can aber do geht anything nichts with this? You know what I could do? What's that? It's universal. I could program it to work with those TVs across the street. Let's just hope the power is still on. You can just do that? Well, I memorized all the codes when I was in AV. Let's try. Well, fucking done, Doug. All that dork nonsense might save a life. Who's to say it already hasn't? That got a few of them to take notice. But not enough. Ja, das ist natürlich nicht genug, aber vielleicht ein bisschen anderer Lärm. That's a fortification job over there. Didn't work. So, schauen wir mal hier kurz. It's a combination lock. Did you guys try to get in there and get weapons? I did, but it was too risky. And then a bunch of guys showed up and they tried. And what happened? I think they're most of who you see wandering around out there. Okay. I can't reach that brick. Can't reach that brick. Ach so. Okay. It's doing what Lux do. Kann ich das benutzen? Hey man, what are you doing? We can't even think about going out there unless the keys are out there for sure. Okay. Hey okay, das wird nicht funktionieren, doing? Aber. We can't even think about going out there unless the keys are out there for sure. Okay. Haben wir sonst noch was hier? Das haben wir schon gesehen, das haben wir auch schon gesehen, das haben wir auch. Hier, was ist hier? Trapped over there. Better him than us, huh? Oh shit. What? Do you know that guy? Ich könnte die Drogerie angeschalten, so ungefähr. Has a familiar face. You're from around here, huh? Could be anybody, you know. They start rotting and get all chewed up. Shut up, Doug. Okay, das ist offensichtlich der Bruder von ihm. He could have worked at the drugstore and died with keys in his pocket. It would take a lot of effort to make it safe enough to go out there and see if he has the keys. If we could somehow prove that he worked here, I think it'd be worth it. I'll see what I can find. Also die Dinger mögen Fernsehen. Those things like TV. Or at least the sound of it. If they were louder, we might be able to clear the street. Okay, wir können immer noch mit dem sprechen, machen wir das mal. How'd you end up here? I moved here to live with my uncle. He does tech stuff and it just made sense. So you're local. You probably knew the owners of this place. No, not really. I've only been here a couple months and I spend a lot of time. On the computer? No, just doing my own thing. What about you? Ich bin hier aufgewachsen. Ich kenne ein paar Leute hier. Ich bin einfach hier gelandet. Ich kenne ja ein paar Leute. Folks here. Seem like as good a place as any. Oh, friends, family? They around? Family, but it doesn't seem like it. Okay, wir können immer noch mit ihm sprechen. Machen wir das mal kurz. Noch? Ja. Hier. Geh wieder hinein. Let's head back inside. Okay. Ja, machen wir das. Das ist besser. Die beste Methode. Schauen wir mal, was drin so los ist, was mit Clementine ist. Und ja, dann passt das schon. Okay, der schaut wieder hier. Wie geht's hier jetzt? Hey, Carly.
Bist du bereit für das draußen? You ready to head out? You got it. You? In a minute. Okay, let me know. Okay. Schauen wir mal, was Clementine, wie es ihr so geht. How's your finger, Clem? Good. It doesn't hurt so much anymore. Good. Ich weiß, ich bin nicht dein Dad. I'm your dad, but if you need anything, I'm your guy, okay? Okay. Same. You're my guy? Oh, no. You know. We're gonna try to take care of each other. Yes. Deal. Let me know if you need anything. Okay. Okay, das ist schon mal gut. Dann schauen wir uns mal, wie es dem Larry geht. Hey. I'm gonna get back to him now. Er ist ja nicht weit weg. Okay, da waren wir ja schon drin. Gehen wir mal zu Ken. Haben wir hier irgendwas sonst? Nee. How are we doing? If you don't mind, I think my family and I are gonna rest for a bit. Let me know if that asshole over there takes a turn for the worse. You got it. Okay. Wir sind jetzt irgendwie alle nicht mehr so gesprächig wie vorhin, aber wahrscheinlich auch, weil wir sie schon gefragt haben. So. Hier haben wir schon geschaut. Dann gehen wir mal zu Kate oder Lilia. Kate war das, glaube ich, oder? Ah. Wie heißt sie? Hier. Charlie. So, jetzt. Hey there. Zeit doch mal her. Was her? You ready to head out? You got it. You? Yeah. Yeah. Let's go. So, jetzt sind wir bereit. Shit. Get down! Oh, das sind schon ein paar. Die müssen wir offensichtlich wirklich gut eliminieren, hoffentlich. Ah, hier ist Glenn wahrscheinlich. Be ready to shoot. Guys. Ja. Man, I'm glad you're here. Jesus, Glenn. Right then wasn't so hard. Can we get out of here before any of these things notice us? Not yet. There's a survivor trapped up there. No way. We gotta go now. Listen, I was out here looking for gas. And then, up there in the corner room, I heard crying coming from inside. Who is it? It's a girl. We talked and she got frightened. I was trying to get in and help her and she started yelling and saying I was bitten. I tried to convince her I wasn't, and that's when all these guys came out of the forest. A couple almost got me, and I ended up hiding in the ice machine. Lucky you. Now let's go. We can't just leave her. Damn right we can. You guys are suicidal over a girl. I'm saving her, with or without you. Think about if it was you. Fine. Let's go save Glenn's damsel in distress. Okay, hier können wir nicht viel machen, glaube ich, oder? Okay. Also glaube ich nur so, wo wir hin müssen jetzt. Okay, this is the plan. We don't know how hard it's gonna be to get her out of that room. Yeah, it's boarded up. So we have to kill every one of them in here. Quietly. Noise attracts these things. Now let's have a look around. Okay. Späh über die Wand. Wenn es so lange wuchs, wird man. Was wird man? Okay. Oh, man. She's eating something. So we got that one right there, close. Wir konnten den gerade irgendwas machen, aber da. Vielleicht jetzt? Nee. Okay. There's a pillow over there. That's about as far as I got when it came to supply gathering. I might have an idea for it. Okay, nehmen wir das mal. Ein Kissen. Good luck smothering them to death. That's not really what I have in mind. Okay. Können wir irgendwie da vorne? Ja.
Ja, wunderbar. Hat gut funktioniert. Ich muss mal kurz immer schauen. Der da drüben ist beschäftigt. Okay, das geht offensichtlich nicht. Sprechen wir mal kurz mit Claire. Except for Carly's gun and we can't use that much. Okay. Gehen wir mal wieder da rüber. Okay, da ist nichts über. Charlie ist immer noch hier. They really want to get into that room. They really want to get into that room. Okay, dann gehen wir mal kurz da rüber. Vielleicht können wir mit dem Auto irgendwas machen, wer weiß. We can do something with that car, I bet. If it weren't for that fellow lurking near the front. Und was ist Get out your gun. But the noise. Just follow my lead. Stay right behind me. That was sick. Ja, als Schalldämpfer ist das wirklich gut in so einem Kissen. So, jetzt können wir, glaube ich, offensichtlich irgendwas mit dem Auto machen, oder? Ne, hier. Haben wir, ich möchte mich mal noch mal kurz hier umschauen. Vielleicht haben wir hier irgendwas. Okay, hier können wir nichts machen, oder? Und hier ist ein Dings da. Vielleicht. Ow. Hey man, that drew some attention. Be careful. Okay, dann lassen wir es mal. Gehen wir mal zu dem Auto rüber. Und da muss irgendwas drinnen liegen. Was wir vielleicht benötigen oder so. Denn sonst. Ah, schieben. Okay, funktioniert nicht. Okay, was ist hier? Eine Zündkerze. Okay, was haben wir hier? Jetzt geht's. Das Schieben. You should hold on to that. Could come in handy. So, jetzt können wir schieben. Ah, dann drückt's den. Das ist awesome! Okay. Vielleicht jetzt das? Vielleicht können wir ja jetzt das. Ah, mit dem Dings da, genau, spitzen Teil. Let me see the spark plug. The porcelain inside these things turns car windows to tissue paper. In der Serie weiß man gleich am Anfang, dass Glenn ein schlauer Kerl ist. Und hier jetzt offensichtlich auch. That's exactly what I was thinking. Okay, also im Gehirn können wir mit dem dann. Hier können wir nichts mehr machen. Ah, wir könnten den da drüben, den da. Mit dem Dings da, mit dem Schraubenzieher. Erdrosseln. Machen wir das mal kurz. Oder den anderen, genau, der da drüben war. Okay, Moment. Ich möchte das mal kurz mit. Okay, hier können wir. Den können wir offensichtlich nicht töten. Machen wir das mit dem. Okay. I'll wait for him to get closer. Und jetzt. Ich hab Film. Fuck. Nein! Lee, get him! Okay.
Nice. Thanks for having my back. For sure. Okay. Machen wir das mit denen noch? Okay, die Axt da. Die Axt muss er nehmen. Dude, where'd your weapon go? Into that ice pick-sized hole. Holy shit. It's cool. Now we've got this. Are you two done? Ja, den nehmen wir natürlich. Two more. That should help. Ah, die Tür aufzubrechen. Das könnte natürlich auch möglich sein. Jetzt können wir hier hoch. Why don't you guys lag behind just in case this goes to hell? Okay, we'll be right behind you. Okay, ab nach oben. Okay, hier ist bis jetzt noch kein Zombie. Aber wir sehen es ja. Und diese Perspektive auch ein bisschen schlecht. Können wir hier irgendwas machen sonst? Nee. So geht das. Jetzt hier auf. Los. Hello in there. We're here to help. Please just go away. Let's go, guys. In a minute. If you open up, we can take you somewhere safer. We've got a group in town. No. Please. She's in trouble. Miss, we're coming in. Okay. Jetzt gehen wir rein. Okay, aufmachen. Stop, just stop. I'm coming out. You're hurt. Oh god. I said stay away. We need to get you help. It's too late for that. Guys, she's been bitten. What? I told you. I said go away. I'm bit. But you wouldn't just leave. Let's calm down. Could be fine. I won't be fine. My boyfriend was bitten. You get sick and you die, and you come back and you kill anything you can find. You have a boyfriend? Glenn. I don't want that. It's not Christian. Please, just leave me. Please go. Okay, wir gehen. Komm mit uns. Okay, we'll leave. Just try to take care of yourself for whatever time you have left. You have a gun. So? Can I borrow it? What do you mean, borrow? Give it to me. I can just, you know, end this, and then there's no problem. Whoa. Please, I don't want to be one of them. They're satanic. Gib es ihr. Du kannst keine Waffe. Give it to her. What? You can't be serious. Do it. No! Wir können nicht das Risiko eingehen. Dann schieß auf sie. Nein, das können wir auch nicht machen. Sieh sie dir an. Bitte gib es. Entweder das erste oder das zweite. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Sieh sie dir an. Bitte gib sie ihr. Das ist nett. Look at her, Carly. There's no happy ending to this. Okay, fine. Gib sie in die Hand. Thank you so much. I know how terrible this must be. We can't watch this. Let's go. We can't go yet. What? Why not? Because somebody needs to pick up the gun. Can't leave it. You two go on. Okay. You sure? Yeah. Ich bin bei dir. You're a good man. Oh.
Everyone all right? Okay, dann beende ich jetzt hier mit dem Part von The Walking Dead. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Part von The Walking Dead wieder. Ciao. Ja, also ich hoffe, wir haben uns jetzt so halbwegs richtig entschieden, mit der Frau ihr einfach so die Waffe zu geben. Aber das werden wir dann im nächsten Part sehen, ob das die richtige Entscheidung war oder nicht. Schaut beim ersten Teil von The Walking Dead auch vorbei. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Part von The Walking Dead wieder. Ciao.